Ach genau, das erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen uns entschuldigen bei Wanderzart und allen anderen Ruhrpott-Bewohnern, weil wir behauptet haben oder inkonsistent in unseren Aussagen waren, dass es da vielleicht keine Palmen gibt und wir wurden eines Besseren belehrt und es gibt überall Palmen. Eigentlich mal, ich hatte das auch genauso gesagt, aber es war vielleicht ein bisschen ironisch gemeint. A, weiß ich davon nichts und B, ist das gelogen. Es tut uns sehr leid, denn es gibt überall Palmen, zumindest in Düsseldorf. Ja, bestimmt. So, jetzt haben wir das schon mal abgehakt. Alles andere wäre nämlich gelogen dann. Das stimmt. Hier in der letzten Folge. Ja. Dann bringe ich mal auf den neuesten Stand, was da passiert. Du hässliches Schwein. Ihr habt euch mit Demian getroffen. Dann hat er euch gesagt, dass er ein Naughty Boy war. Dann wurdet ihr ganz wuschig deswegen. Ach nee, ihr habt das ja einfach so hingenommen, weil ihr träge Verräter seid. So rum war das. Dann habt ihr dieses Wissen mit der Gang geteilt. Dann haben die vernünftigen Leute gesagt, das machen wir nicht. Aber ihr beiden und der Keto-Teil hat gesagt, na klar, machen wir das, ist ihr heiße Schweine. Und dann habt ihr angefangen, die Wori zu zerbomben. Ja, aber nur in einem kleinen Rahmen. So. Nee. Eher so nur in mit letzter Konsequenz, dachte ich eher so. Ja, also nur insofern sie es verdient haben. Ach so, sofern sie es verdient haben. Aber die hatten das. Guckte mal Fedor an. Hattet ihr das verdient? Sicher. Ach so. Sonst hätte sie ja nicht gekriegt, nicht wahr? Das ist eine bestechende Logik. Wenn du es nicht verdient hast, dann bekommst du es auch nicht. Ich hab das schon mal bei Flumi gesagt, Alter, aber auch dein gerechter Weltglaube ist halt echt ekelhaft. Ein richer Ami oder was? In God we trust. Nee, offenbar in gerechte Welt. Furchtbar, wie so ein Fünftklässler oder nee, wie ein Viertklässler, ja. Aber ja, ich glaube, das war alles, was dann war. Ich müsste überlegen, ob noch irgendwas hinzukam, aber eigentlich nicht. Wir waren Valentinstag steht hier noch, aber ich glaube. Ach nee, der ist erst noch. Dann können wir uns ja freuen, wenn die ganzen Kinder und Partner wieder da sind. Ja, die werden bestimmt alle den Valentinstag begehen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Vlad einfach vor seiner Alten steht. Ja, Pralinen und Torte und heute fahren wir noch schöne in der Kutsche. Yay. Oder nochmal, ja, Knickknack oder so. Keine Ahnung, wie das dann geht. Ich kann mir richtig vorstellen, muss ich sagen. Oh Gott, seine zweiten drei Kinder wären einfach gleich schon ein Jahr alt. Wie die Zeit ins Land geht. Und ich lese ihren Namen und ich hätte die nie gewusst. Das ist schon mal ziemlich vernünftig, muss ich sagen. Du verkörperst ihn einfach richtig. Das stimmt einfach. Ihr drei! Warte mal, aber jetzt meine ich dich. Ja, ja, du bleibst hier, der Rest kann gehen. Vernünftig. Na, Judy, viel Spaß und bleib geil und so. Achso, Daddy, ich habe übrigens wirklich die eine Folge, wie du es gesagt hast, 237 Pimmelkopf Take One genannt. Sehr gut. So. In den Jansen Längerfrisschen nachwehen, die es da so gibt. Erstens, all euer Handeln ist wieder viel einfacher, viel schöner und viel besser, denn ihr seid genervt von 6 Plagen. Oh nein, 8, verzeih. Yay. Yeah. Nur zum Überblick, die zweite Charge an Vlads Kindern sind jetzt ein Jahr alt circa. Also ziemlich genau ein Jahr alt. Und die anderen 2 und 3 Monate oder? Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas halt in der Richtung, ne? Die sind alt. Des Weiteren, zurzeit lassen euch die Cops noch viel in Ruhe. Und mit ein paar kann man sich ja immer ganz gut absprechen. Es stellt sich also auch langsam raus, wer das sein wird. Aber natürlich lassen sie nicht jeden Shit durchgehen. Aber sie sind generell eher entspannt.
So. Gibt's ja, irgendwas? Entspannt ist ziemlich entspannt. Das stimmt nämlich. Gibt's irgendwas, was ihr gerade aktuellst und unbedingtst vorhabt? Zelt überleben? Ja. Dann hätte ich kennt das wohl. Ja. Naja, was heißt aktuell vorhabt? Es gibt ja immer noch zum einen die ganze Geschichte. Also es herrscht ja noch ziemliches Chaos in der Stadt. Ja, wir sind ganz schön weit gesprungen, ne? Ja, also es gibt immer schon noch Chaos-Momente, aber es gibt Zeichen des Alltags. Ja, ja, das ist klar, aber nichtsdestoweniger hat man ja mit Sicherheit, also wird Jojo zumindest gucken, dass sich die Lage gerade bei den verschiedenen Leuten, die ja doch irgendwie so halb was zu melden haben in der Stadt, so ein bisschen entspannt, sofern sie da Einfluss drauf nehmen kann. Aber das will sie auf jeden Fall, damit irgendwann mal die Fronten geklärt sind. Man weiß, wer mit wem und wann und wo und wie und warum. Ja gut, dein Einflussbereich ist ja jetzt eher erstmal beschränkt, ne? Du wirst ja nicht mit Leuten reden, mit denen du noch nie geredet hast. Oder tust du das? Eher wir als neue Wachposition. Da wir jetzt die Herrscher dieser Stadt sind, können wir auch mit Leuten reden, die wir vorhin nicht geredet haben, oder? Ach so. Eher wenn sich Überschneidungspunkte oder Reibungspunkte ergeben, beziehungsweise gegebenenfalls mal über Demian, weil Jojo die Leute zumindest kennen will. Also ich habe übrigens eine neue Karte. Oh. Die kriegt er jetzt erstmal. Weil ich denke, dass ich daran ein paar Sachen besser erklären kann. Sekunde. Ja, wahrscheinlich. Und sie ist, also man erkennt Dinge darauf. Oh. Das wäre ja mal ein Novum. Twitler ist übrigens das schnellste Ding der Welt. Achso, in dieser Karte fehlt übrigens, ist mir aufgefallen, euer ganzes Joffrino-Turf. Also das denkt ihr euch noch dazu. So, pass auf, das orangene Zeug sind quasi umkämpfte Gebiete, wo nicht klar ist, wer da gerade der Herrscher ist und wo sich das auch ab und zu mal ändert, wo auch wieder kleine Blockgangs und so ein Shit sind, ne? Ihr findet euch oben links, ihr werdet überrascht und erfreut feststellen, dass ihr ganz schön big seid. Des Weiteren handelt sich da viel um Abkürzungen. Aber die sind tatsächlich selbsterklärend. Oder ich komme sofort drauf, was das sein soll. Mit wem ihr auf jeden Fall durch zum Beispiel Demian jetzt besser können werdet, ist... Ich mal das mal kurz an der hier. Und vermutlich auch der hier, also die da eher. Das eine ist Ruslan und das andere ist die Augmented Brigade, die sich in den Nachwehen dieses ganzen Krieges als ordentlich aufgepimpte Cyber-Fetisch-Gang herausgestellt hat, die nicht übermäßig brutal sind und die noch ein bisschen ihr Spezialgebiet finden müssen, aber die scheinen zumindest okay Leute zu sein und sind nicht traurig, dass ihr Wori weg ist. Und Ruslan macht hauptsächlich so Trickbetrug, Shit, Glücksspiel, bisschen BTL-Hehlerei wie nennt sich das? Er macht nichts wirklich mit viel materiellen Dingen, sondern hauptsächlich halt viel, was heute Kreditkartenbetrug ist und so ein Shit. Wollt ihr wissen, wer Demians Feinde sind? Die müssen wir töten. Die müsst ihr töten? Warte mal, was zeigst du da gerade? HMNT. Human Nations? Hey, die sind, guck mal, wie klein die sind. Die kannst du jetzt nicht auch noch angehen. Die sind verdammt groß. Hey, das ist bloß das. Hätten die nicht einfach. Ganze, hätten die nicht im Krieg zufälligerweise zwischen die Fronten geraten können und. Sind sie doch? Können? Sind sie doch, deswegen haben sie jetzt eher so ein kleines Gebiet, aber hinter denen steht Humanes. Und Humanes, habe ich gehört, ist ganz schön einflussreich. Und Metahass geht auch gar nicht so schnell weg, habe ich gehört. Und? Na, deswegen gibt's sie immer noch.
Guck mal, die haben ungefähr ein Drittel von euch oder so ein Shit. Plus das, was in Joffrey noch ist. Siehst du, dann haben sie schon mehr als Demian. Mhm. Ja, Demian hatte nie ein großes Turf. Der ist bloß befreundet mit Leuten. Das stimmt. Der braucht das ja auch nicht, um awesome zu sein. Der geht einfach hin, verschenkt seine Freundschaftsarmbänder und dann hat sich das. Was ist denn Prokor? Das ist so eine Art Kurier-Dude, der nur Kuriersachen macht. Aber er macht es halt nur bis zu einem gewissen Grad von. Also du hast zwei Vertragspartner, die sagen, ich möchte, dass diese Sache geliefert wird, und der andere sagt, ich möchte diese Sache bekommen. So, dann checkt er die beiden aus, was es für Leute sind, denn der Clou ist, wenn irgendwas schief geht bei dem Transport, was nicht aussieht wie, oh, die Polizei hat uns zufällig überprüft, sondern irgendwas komisches, dann geht er zu beiden Vertragspartnern und killt die. Das heißt, du fändest quasi dein Leben, was ja Vertrauen schafft, wenn du mit jemandem verhandelst, der dem du nicht ganz grün bist, ne? Denn der Junge zieht das halt durch. Also der würde jetzt zum Beispiel, wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwas liefern mit, keine Ahnung, Human Nations, würde ihr das nicht machen, weil er dann euch nicht kaputt machen kann. Aber auf kleinerer Ebene funktioniert das ganz gut. Also Feinde, okay. Feinde von Demian, der hier, den mag er gar nicht übrigens. Wen? Und der hier, den mag er auch nicht, die mit den Roten. Ich erkenne nicht, wer das ist. KST ist Kostja, ne? Kostja, genau, das ist, relativ, hat aber im Krieg ziemlich gelitten, nicht mehr ganz so high-end, aber relativ high-end medizinisches Supply, Cyberware, Bioware. Früher halt richtig Bioware und richtig Naniten-Shit, aber das ist halt echt vorbei. Aber immer noch, hat immer noch ganz schön Monetos. Da fährt man noch mal gerne zu dem. Und das andere ist Sinclair, der macht viel mit Identitätskram, viel mit Fälschen, viel mit auch so White-Collar-Shit, aber ist auch jemand, für den man sich wenden könnte an Zins, bloß mit euch wird er vermutlich einfach nicht verhandeln. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal jemand Neues für die Zins finden, ja? Nee. Doch? Nein. Das ist eine Sache, die sich eher so ergibt. Es tauchen nach und nach, wir sind ja echt weit gesprungen, kleinere Vereinigungen, die ich da nicht eingezeichnet habe, die auch häufig mal Positionen so wechseln, auf die Zins vergeben, unter Umständen gerade am Anfang zu einem etwas höheren Preis, als das noch Jego gemacht hat. Aber um Zins zu beschaffen, musst du vor allen Dingen Hacker haben, die Sachen hacken können, die außerhalb der Liga von einfach allem liegen. Und die operieren dann vermutlich eher international. Das heißt, du hast dort die Ansprechpartner, die dann gewisse Hackerkreise kennen und die machen das. Okay, das ist mein nächster Punkt. Ich möchte gucken, dass ich an solche Leute reinkomme. Nope. Ach, verdammt. Also die Vermittler kennenzulernen, ist, wenn ihr euch Zeit nehmt, keinen Stress, dann habt ihr das gemacht und irgendwann das meine ich doch aus. Das ist kein Ding. Die werden auch dann nach und nach, wenn ihr das aufzieht mit der neuen Brennerei, habt, weil ihr es wieder nennen wolltet, wird sich dort vermutlich Brauerei. Ab und zu mal jemand, ach genau, die Brauerei, wird sich dort ab und zu vermutlich mal jemand von denen eintrudeln. Weil es einfach, die müssen ja auch irgendwo ihre Geschäfte abwickeln. Okay. Ich möchte übrigens da Bier machen. Du möchtest da Bier machen? Hast du denn den Skill Brenner brauen? Ich habe genug Karma. Siehst du, Noran macht das übrigens auch, könnt ihr euch zusammentun. Und ich weiß, dass ein träges Klischee ist. Siehst du, also du kannst mit Noran zusammen Bier brauen und dann hast du jetzt wenigstens mal was für dein Fluff-Karma. Ich finde das gut. Okay, was ist denn mit Ilda und Marisha? Die liegen nämlich noch auf dem Weg zwischen Yushneue und Donskoi. Eigentlich wollen die nur in Ruhe gelassen werden. Die werden, wenn ihr irgendwie, ne, die werden sich vermutlich mal so halb, nennen wir es mal, vorstellen oder sowas. Oder ihr werdet euch vorstellig machen, wie auch immer es dazu kommt. Das ist übrigens ein Ehepaar. Die haben bloß zwei Turfs, weil das ist halt diese Art Ehepaar. Du weißt schon, die gönnen sich auch mal Abenteuer voneinander. Also ganz. Auf jeden Fall. Wenn die mal Waffen brauchen, gehen die gern zu euch und sagen, wir würden gerne ein paar Waffen kaufen. Und wenn ihr was von denen bräuchtet, könntet ihr hingehen, hauptsächlich Drogenshit. Die sind da eigentlich eher so im Unterhaltungsding. Das heißt, wenn ihr die besten Nutten der Welt braucht für irgendeine Feier, dann geht er dahin. Die machen mit euch Geschäfte, aber die wollen eigentlich hauptsächlich ihre Scheißruhe. 93? Das sind die Chinesen, die aus dem Ghetto entkommen sind. Viel Magiekrams.
Mit denen hattet ihr früher Kontakt, das ist ein bisschen abgeflaut. Die werden auch diese Nische vermutlich wieder ganz gut besetzen. Die sind euch absolut nicht feindlich gegenüber, aber die hassen Xena, das ist XN, versteht sich. Also richtig doll. Das ist halt so die Sache, deswegen ist da noch nicht ganz klar, wie man das regelt und das, Bei uns da oben ist das übelste Hassdreieck. Kann das sein? Red River Gang, Xena und 93. Die können sich doch alle drei nicht ausstehen. Also die Red River Gang kann niemand ausstehen, aber davon mal abgesehen. Aber dafür Warum hasst Xena die auch so? Die Red River Gang. Keine Ahnung, er hat keine Zeit, die zu zerbumsen und die sind echt mit Klauen und Zähnen dabei. Das Ding ist auch, dass ein paar der War von Florina, die man jetzt nicht gekriegt hat, ich meine, ihr kriegt niemals alle. Die gehen auf jeden Fall dorthin, denn sie hassen euch noch mehr als vorher. Kann ich gar nicht verstehen. Und auch ein paar Konzernkids, die halt abstürzen, weil so, oh, ich bin voll so ein Frillgang-Dude und das ist alles witzig, haha, und plötzlich geht was schief und der kann nicht mehr zurück, wenn er richtig durchgedreht ist oder wenn er gemerkt hat, dass Straßenleben echt scheiße ist, dann findet er dort auch einen Platz, so ist das nicht. Das heißt, sie haben echt Nachschub, die Leute. Okay. Was ist mit den Sharks? Kriegt man mit denen jetzt ein einigermaßen solides Verhältnis hin? Ach, die Sharks. Na, pass auf. Die Sharks sind ja an sich jetzt gar nicht die allerdümmsten gewesen. Ist noch nicht ganz klar, ob sich die Gang darauf einlegt. Bisher waren viele der Meinung, dass das Bullshit ist, aber die Sharks haben vorgeschlagen, dass man sich Waffenlieferungen so ein Stück weit aufteilt und beide Gangs die abfangen dürfen. Die natürlich ein bisschen wenigeren Umfang als ihr. Auch einfach mit der Begründung, wenn ihr eine Monopolposition im Waffenschmuggel habt, dann hasst euch doch jeder. Ihr wollt doch nicht erhasst werden. Wir können uns ja absprechen, wir nehmen echt einen kleinen Teil, aber wir wollen auch was verhökern und wie sieht denn das aus? Wir halten erstmal die Beine still, aber wir meinen ja nur, wir könnten da und so weiter. Das ist prinzipiell okay, wenn die uns einen Teil von dem anderen Shit abtreten, wenn wir da mal an was rankommen wollen. Ach, du meinst so von Drohnen und Fahrzeugkram? Ja. Ja, klar. Also ich meine, die müssten nicht unbedingt in ihrem Turf wildern, aber Bergovoy ist halt riesig. Und sie haben übrigens, sobald das einigermaßen klar war, was ihr und Damian gegen die Wori macht, haben die auch die Leute in ihren Reihen, die gesagt haben, nee, Wori, 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 wir beschützen, die haben die natürlich selber aussortiert. Ist ja klar. Das klingt vernünftig. Ja. So, das heißt, mit denen kann man zumindest schon mal irgendwie, ja, es ist noch nicht klar, ob sie sich darauf einlassen, aber prinzipiell, solange sie sich benehmen. Die sind bisher offen für ihr Spreche. Die haben halt einen Vorschlag gemacht, der gerade manchen Leuten nicht schmeckt, wie jetzt zum Beispiel Vlad oder seinem Vater. Also ich sag mal, Jojo hat jetzt auch nicht die besten Erfahrungen mit denen gemacht. Allerdings hält sie ihnen auch zugute, dass die natürlich irgendwie ziemlich offensichtlich da Probleme hatten. Und die wollen ja nur das Beste für euch. Das glaube ich nicht. Ich vermute, die wollen eher das Beste für sich rausholen. Aber prinzipiell ist es zumindest klüger, mit jemandem, der in einem ähnlichen Geschäft ist, wie man selbst, Absprachen zu treffen. Und dann kann man sich immer noch prügeln, wenn sie die Absprachen brechen, als wenn man direkt Attacke fährt. Weil dann gibt's, dann wird's ärgerlich. Wir haben genug Probleme und genug Feinde. Ja, das stimmt. Man könnte natürlich auch einfach rüberfahren mit allem Mann und einmal den Kunden auf den Tisch legen und sagen, hier, anziehen. Nee, das sind hauptsächlich Elfen. Oh Gott. Erstens, naja, nicht hauptsächlich, aber es sind echt viele Elfen. Es sind auch viele Ex-Runner und Ex-Schmuggler sind das vor allen Dingen, die haben auch ganz schön viel Freiheit in ihrem Leben geschnuppert. Und die mussten sich gerade schon die waren gerade schon froh, dass sie sich von Florina durch euch lösen könnten. Die wollen bestimmt nicht eure Kunden anziehen. Das wäre auch, das funktioniert beim ganzen Falcons-Konzept auch nicht. Das ist doch ein Familienkonzept. Da kannst du nicht einfach irgendwo drüber fahren und sagen, du bist jetzt die angeheiratete Tante. Und selbst wenn es funktionierte, dann müsste man halt diese ganzen Mutanten-Familienmitglieder dann loswerden. Also insofern ist Jojo zumindest bereit oder würde das auch machen, da anzufangen, irgendwelche Gespräche in Gang zu bringen, weil sie das zumindest für sinnvoll hält. Das kommt alles über Zeit.
Du hast nur gefragt, was noch so ansteht, und ich sag's dir, was Ja. zumindest so Pläne sind. So richtig kurzfristige Pläne sind gerade eigentlich nicht da. Ich meine, gerade ist mal Kind und alles wieder da. Das es nimmt jetzt auch einen etwas größeren Raum ein. Dann hat sie ja irgendwie immer noch genug zu tun. Aber das wären so die Pläne, die einfach anstehen. Okay. Also Jojo ist eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, irgendwie die Leute ranzuholen oder mit den Leuten irgendwie zu quatschen oder zu gucken, wer jetzt von wem man in der Stadt was zu erwarten hat. Na gut. Cabana hält einen Anruf. Von wem? Fresh. Fresh? Ja, ich geh mal ran. Moin. Ernsthaft? Entschuldigung. Na, Frischling! Was hat? Ich habe Gerüchte gehört, dass irgendwie so ein Lokal eröffnet werden soll, wo ich dich wieder verprügeln kann oder zwiebelig unter den Tisch saufen kann oder so. Wie ist denn da so die Sachlage? Du kannst mit mir ein Bierchen trinken, ja. Dort. Geil. Aber. Du meinst, wir müssen es abwechseln und ich muss dich unter den Tisch saufen und die darf dich verprügeln? Naja, du kannst es ja gerne versuchen. Und du kannst es gerne versuchen, also. Ich wäre auf jeden Fall da und. Das hast du zu jeweils uns beiden schon gesagt und du hast beide Male aufs Maul bekommen. Ja. Aber damals war ja damals und heute ist heute. Ach so. Siehst du? Der Almöhi meinte bloß irgendwie, wenn ich jemanden fragen soll, wie das läuft, dann soll ich dich fragen. Klar, also das, wir bauen das gerade noch auf, trommeln die Leute zusammen und schauen mal so, wie die Resonanz ist. Und dann gibt's da bald frisch gezapftes Bier und ja. Ach so, okay. Und ein paar ruhige Ecken, wo man sich hinsetzen kann. Ach so, Candlelight Dinner. Für die ruhigen Vier-Augen-Gespräche. Okay, alles klar. Dann weiß ich Bescheid, wenn halt... da mal irgendwas fest ist, schreib's nicht mal an. Klar, auf jeden Fall. Cool. Ach so, stimmt, der hat mir sowas gegeben. Das Kalifat war da auch übrigens härter dran interessiert. Ich weiß nicht genau, ich kann die gerade nicht erreichen. Aber wenn du da irgendwann mal was hörst, die wollten auf jeden Fall da richtig drauf, also die Sache, die meinten da irgendwie hier quasi Stammkneipe, quasi, also so richtig Stamm. Also erst klasse mit denen. Das klingt gut. Ja. Danke für die Info. Und ich hoffe, wir sehen uns dann da. Ja, irgendwo muss ich ja mein Selbstbewusstsein herkriegen, ne? Sehr schön. Mach es gut. Jo, mach es weiter. Jo. Düt, düt, düt. Das Kalifat. Wo sitzen die denn jetzt gerade? Nirgends. Den Kontakt hatte Jojo, glaube ich, damals gemacht. Das ist richtig. Die hatten auch vorher schon nur mehr oder weniger einen Laden, oder? Na, die waren immer mal in einem Laden, aber die waren nie richtig irgendwie Turf gebunden oder irgend so ein Shit. Das sind ja bloß drei Dudes, die was machen. Von denen habt ihr die Infos, ihr habt hier von wegen, ne, Bones abschlachten und dann der Kontakt zu den Evo-Dude, der sich immer noch nicht gemeldet hat, weil es nichts mehr zu melden gibt. Du hast dich damals geirrt, Yegor hat die Bones nicht geschlachtet, sondern Florina. Yegor wollte, genau das wollte ich noch, Yegor wollte euch nie was Böses. Der war ein bisschen verzweifelt, aber er wollte nie was Böses, er hat nur Fehler gemacht. Und ich find's nicht okay, Flummi, dass du einfach annimmst, dass das ein böser Typ war, anstatt dass er einfach mal einen Fehler machen kann. Das sagt viel über dich aus, Renate. Das war ja auch sein Typ, der offensichtlich missbauen wollte. Also ist ja auch okay, war ja nicht Yegor selbst, sondern sein Vertrauter, aber ist ja auch nicht besser. Hat er den falschen Leuten vertraut, meine Güte. Und dafür hat er sich ja auch die Kugel kassiert. Ja. Hast du gesagt eine Kugel oder den Kuli? Kugel, habe ich gesagt. Schade. Das wäre halt noch geiler gewesen. Ja, stimmt. Und Kabans Einweihungsfetisch stünde theoretisch noch aus. Ja, oh shit, Alter. Falls du da
was Spezielles hast, was du mit den Leuten treiben möchtest? Können wir das machen? Stimmt, da war ja Karban King for the day. Ja, Karban ist dann der König, ab 17 Uhr. Nachdem dir die Krone aufgesetzt wird, kannst du machen mit den Leuten, was du willst. Da sind auch richtig viele, wie heißt es denn? Hangarounds. Hangarounds da. Oh, wir brauchen irgendwann mal wieder neue Prospects. Du hast halt leider noch keinen, auf den du jetzt spucken kannst. Das tut mir echt leid. Das ist nicht so schlimm. Ich habe ja mal. Ich muss Leute aushängen, na egal. Nee, es wird eigentlich, Hast du gerade gesagt, da müsstest du dir wieder Leute ausdenken? Hat er gesagt. Ernsthaft? Warte mal kurz. 100% der Gangmitglieder stammen von mir. 100%. Ach so, warte mal kurz. Also du hast mir das Polina-Bild geliefert, aber hast du mir Polina geliefert? Yep. Nee, hast du nicht. Die Persönlichkeit ist nicht von dir. Dasselbe mit Noron, dem Professor. Na gut, Felix, muss ich dir zugestehen. Ich habe in dieser Runde auch was gemacht. Ich habe zum Beispiel... Die Grunddinger von Polina und auch dem Professor und sowas, die habe ich dir geliefert. Die Stichpunkte standen alle dabei. Du hast sie nur verfeinert. Lüge. Die grobe Richtung habe ich dir vorgegeben. Ich diskutiere jetzt auch überhaupt nicht mehr mit dir. Also, Danny, was willst du denn machen? Anscheinend muss ich sie leiden lassen, was ich gerade höre. Nee, also ich meine, du kannst jeden leiden lassen in einem gewissen Umfang. So, naja, also es ist, na klar kriegt jeder sein Fett weg, ne, so für bestimmte Dinge, die man mir angetan hat. Ne, das ist dann halt so, alles das quasi geht einmal, aber alles nicht so überspitzt. Ich will es halt nicht übertreiben, beziehungsweise es soll halt einfach eine vernünftige fette Party werden mit Fettgrillen und hast nicht gesehen. Ah, hier, die beiden Prossis von oben, die dann auch ich kommen. Ich glaube nicht, dass Joffrey noch kommt. Aber die beiden kannst du anfordern, ja. Genau, die beiden fordere ich nämlich an und dann müssen die Fleisch essen. Dann kriegen die erstmal Fleisch vorgesetzt. Die kriegen keine Burger den ganzen verdammten Abend. Die würden das Fleisch schon essen, aber die würden da halt erstmal nach dem Ketchup greifen, ne? Nein. Also die müssen ein richtiges Essen, also richtig vernünftiges Essen. Und dann kriegen sie halt auch quasi, die müssen sich halt dann Kurs quasi überlegen und dann müssen die halt, die müssen halt kochen dann danach. Nach Anleitung. Damit die wissen, wie das geht und was das ist und wie das schmeckt. Solche Kartons. Ich meine, die werden das natürlich ohne zu mohren machen, aber ich sag mal, bestehende Vorurteile zwischen den beiden Lagern werden natürlich dadurch verfeinert, was auch überhaupt nicht schlimm ist, das hört sich auch so. Sehr gut. Ja, also nur, es kriegt halt nur jeder sein Fett weg, also nichts Schlimmes. Ich lasse Jojo nicht duschen oder baden gehen. Ja, das ist gut. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen böse. Das ist gesünder für dich. Ja. Meine, du könntest ihr ja wenigstens auftragen, vom Boden zu essen oder so. Nein. Na gut. Nach der Party 2 Tage später wird erst einmal der Professor bei Burstel reinschauen. Ja. Hallo? Oh, Kacke, Alter. Nirgendwo kann man sich hinsetzen. Ich könnte dir den Boden anbieten, aber... Ja, weil er schiebt mit dem Fuß da irgendwas weg und versucht, sich da hinzusetzen. Dabei entfährt ihm ein kolossaler Furz. Ups. Ich mach das Fenster auf. Boah, was stinkt denn bei dir so, du? Ist ja wie Verwesung. Keine Ahnung. Deswegen lüfte ich jetzt, ja. Also, er macht die Tür zu. Wir müssen erstmal übliches Dings wegen Krankheiten, gerade jetzt, wo die Belger wieder da sind. Hier zapft ihr mal das Blut ab. Wieso bin ich immer der übliche Verdächtige?
Nee, du bist bloß der, bei dem ich gucken muss, ob du schon wieder die ganzen Kinderkrankheiten das dritte Mal kriegst oder die Seuche, die ja gerade wieder rumgeht oder so. Ja. Du solltest auch nochmal Grippeschutzimpfen kommen, weil neue Welle, neuer Wirkstoff, war's dann, ich krieg's ja gleich auch noch. Danke. Nun bin ich wieder zwei Danke. Tage lang krank. 2 Tage. Ja, schön wär's, so war da. Hier, das Ganze zieh dir Jedes das Mal, wenn mal du mich selber rein. impfst, in Anführungsstrichen, dann werde ich noch kranker. Ach, erzähl mir da keinen Scheiß, Nee, ich das ist komme ja gesund absolut zu ernst. dir und danach bin ich krank. Ach, irgendwie muss ich ja auch meinen Apotheker Connections, dass die hier ihr Geld verdienen erleichtern. Das jagst du dir erstmal rein, das ist der Impfstoff. Ah. Nebenwirkungen sind grippeähnlich. Yay. Das ist so der Sinn von einem Wirkstoff, ne? So, dann sag ich mal her. Hallo, du bist ja gesund. Nee, sieht eigentlich gerade ganz gut aus, aber Bustel. Ich mache das ja jetzt schon auch ein halbes Jahr hier, ne? Ich weiß, ich hätte eher anfangen sollen, aber ein halbes Jahr mache ich das. Und ich muss sagen, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass da immer ganz schön viel Schnaps im Blut ist. Wir haben gestern gefeiert, ja. Wenn du immer Habe zu ich diesen nicht unglücklichen gesagt, 2 Tage Zeiten. später? Ja und? Es kann ja nicht sein, dass ich einen Tag später nicht feier. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, was gab's Wenn denn du immer gestern zu zu den feiern? ungünstigen Zeiten Nee, kommst, du. was gab's denn gestern zu feiern? Die Belgier sind alle wieder da und man hat Ich sie ewig nicht hab gesehen. gar keine Feier gesehen. Mit wem hast du denn gefeiert? Ich brauche ein paar Namen. Misha und Polina wären deine Kumpels. Wer dürfte gerne mal noch einen mehr trinkt, ist Noron. Oh, mit Jojo. Schreibt sie Hier, gerade. keine Ahnung, was sie dir ins Ohr flüstert. Also, ne, ich sage ihm das. Zwei, drei Namen. Jojo, da hat sie quasi ein Bier getrunken und du hast dann genug für Zwei. Rest. Zwei Bier, das sehe ich aber Drei. nicht. 3. Aha. So viel Restalkohol ist ja auch gar nicht drin, oder? Das ist schon ein Level, keine Ahnung, Alter. Merke ich Außerdem, nichts von. wir müssen da, lassen wir doch einfach mal gestern raus. Während der ganzen Kriegszeiten war es auch nicht viel anders. Und ich weiß, da hattest du auch viel Stress. Da haben wir uns alle mal zwischendurch ihn genehmigt. Ist ja wohl auch kalt. Ich verstehe das alles. Ich trinke auch gerne mal. Aber ich werde ja auch die nächsten Monate, alle 2 Wochen gucken müssen, dass du mir nicht schon wieder wegstirbst an Grippe. Wenn du mir Da. 2 Wochen irgendeinen Scheiß gibst, dass ich grippekrank bin, dann auf jeden Fall. Ja, siehst du, System funktioniert und da werde ich auch weiterhin mal gucken, wie so dein Spiegel aussieht. Und wenn der mir nicht gefällt, dann müssen wir uns langsam mal ernsthaft unterhalten. Also jetzt ist, ich verstehe das, waren harte Zeiten, aber jetzt langsam können wir uns wieder einkriegen alle, ne? Wenn du Spiel gucken willst, hängt an der Wand. Boah, Alter. Konversation bist du aber auch geschult worden. Ein bisschen. Nee, pass auf. Ist auf jeden Fall alles nicht irgendwie so beunruhigend, dass ich denke, ich müsse mir mit irgendjemandem reden, außer dir. Deswegen. Wir gucken einfach, wie das jetzt mal läuft, aber. Achte mal ein bisschen drauf, dass du nicht jeden Abend trinken musst, zum Beispiel. Klar, Mami. Na, dann komm mal her und gib Mutti einen Kuss. Du, sorry, aber wenn ich mich zu dir beuge, dann stinkt's hier. Du gibst mir jetzt einen Kuss, so als mich Mami, dann komm her. Oh, Alter, lass die Finger davon. Oh, Entschuldigung. Oh, doch nicht ins Gesicht. Boah, Alter, ich glaube, ich muss ihn. Arschloch. Das. Ich trete mir in den Arsch. Hey, das tut doch weh. So, also,
Werkstatt und Windelwechselwetten starten ab morgen wieder. Ach, das kennst du gar nicht. Das hatten wir, glaube ich, gar nicht in der gesamten Prosi-Zeit. Hm? Da gibt's so dumme Wetten, richtig bescheuerten Scheiß halt. Und wer verliert, der hat dann Werkstattdienst für eine Woche oder eigentlich nur 3 Tage meistens und jetzt auch wieder Wickeldienst. Übrigens, Anwesenheitspflicht, sonst hast du ja wieder verloren. Morgen irgendwann um 3 oder so geht das dann wieder los. Yay, wer denkt sich die Wetten aus? Jemand mit einer guten Idee. Müssen ja alle dran teilnehmen. Okay. Sind nicht direkt eher Wetten, sondern eher so ein Wettstreit. Also, das letzte Mal war sowas zum Beispiel wie Gang-Tattoos nicht zeichnen. Dann ein paar Meter weiter rausfahren, dass nicht jeder uns gleich erkennt und wer die meisten dann halt von Tür zu Tür gehen und um Klopapier betteln und wer die meisten Rollen hat, wenn er zurückkommt, der hat gewonnen und der die wenigsten hat, der geht in die Werkstatt. Und keine Gewalt. Nur betteln. Okay. Seltsam. Das stimmt, aber effektiv. So kann man sich das Geld fürs Klopapier auch. Charakter. So kann man sich das Geld fürs Klopapier auch sparen. Das ist nämlich der nächste Punkt. Ja, Juli. Ich mache jetzt wieder ab. Jo, weiter. Hau rein. Ich gehe mal zu Jo. Die sitzt irgendwo und hat ihren Sohn auf dem Schoß. Ich schleich mich an. Ich bin ja nicht still. Ja, schläft ihr oder schläft ihr nicht? Ist die Frage. Ach so, nö. Na dann. Dann bin ich, wenn ich das gemerkt habe, dass nicht mehr schläft, dann bin ich auch normal laut. Die dreht sich um. Aloha. Aloha. Was geht? Ich hab Nachricht gekriegt, dass das Kalifat eventuell eine neue Stammkneipe sucht. Das Kalifat? Mhm. Oha. Na dann. Kann ich ja mal mit denen telefonieren. Genau das war meine Intention in diesem Gespräch. Also das ist, deswegen habe ich dich aufgesucht. Okay. Ja, dann rufe ich die irgendwann später mal an, wenn ich sie erreiche. Und wir sollten uns vielleicht auch nochmal Gedanken machen, wie es dann da so jetzt so weitergeht und so, ne? Und überhaupt, ja, und Tülü und Hat sich der Gnome bei dir schon gemeldet? Nö. Die wollen sich doch entschieden haben. Das stimmt. Ich schreibe den mal an. Hatte sie ihm nicht eine Woche gegeben? Ja, aber die ist ja schon längst rum. Wir sind ja gesprungen. Nein, wir sind doch davor gesprungen. Ach so. Am Ende der ganzen End-Chaos-Zeit habt ihr euch mit ihm getroffen, das ist jetzt so 4-5 Tage her oder so ein Shit. Ach so, nee, da müssen wir noch nicht anschreiben. Dann ist ja alles easy. Aber das wäre ja eine Werktagswoche, das ist schon okay. Ja. Aber dann sollten wir das mal klären mit ihm langsam, weil ich habe jetzt keinen Bock, denen irgendwas zu sagen und dann am Ende ist nicht Nägel mit Köpfen und so, weißt du? Ja, klar, definitiv. Und selbst wenn sie eine neue Stammkneipe suchen, muss ich ja nicht sofort anrufen. Die werden die wahrscheinlich auch in 2-3 Tagen noch suchen. Aber das ist richtig. Wir sollten uns vielleicht nochmal mit dem Master of Legends Disaster treffen. Finde ich gut. Der ist immer lustig. Das stimmt. Cool. Und wie geht's? Wie soll's gehen? Keine Ahnung. Alles easy. Warum stehst du dann vor mir? Setz dich hin. Wenn du deinen ganzen Windelkram da nicht aufgepackt hättest, hätte ich mich schon lange gesetzt. Da kann sich doch keiner hinsetzen. Dann nimm ihn doch runter. Ja, und dann heißt es wieder, ich habe das dazu berührt, jetzt muss ich wieder windeln. Schieb das an die Seite und stell's wieder hin. Ich hab den gerade erst gewickelt. Sehr gut. Aber ich trau den Biestern nicht. Die macht die immer so schnell voll.
Weiß ich nicht. Was ist denn mit dir? Machst du deine Windel voll? Sag ihm das mal. Nimm den mal. Komm gleich wieder. Ich nehm halt den mal. Halt mal kurz. Ja. Ah, ist auf ein Halt mal kurz reingefallen. Ich kann das immer noch zurückgeben. Wir sind ja schließlich noch deins. Was? Weiß ich nichts von. Wir können eine Genprobe machen. Es gibt keine Gene. Niemand hat Gene. Der DNA-Test sagt, du bist schuld. Verdammt. Hm. Aber er sieht dir viel ähnlicher als mir. Oh, das lass aber nicht den Papi hören. Wieso? Und dann krieg ich noch Ärger mit dem. Wenn er dir ähnlicher sieht als mir? Naja, irgendwoher muss er die Ähnlichkeit ja haben. Ach. Das weiß ich, was du da zusammengepanscht hast. Wieso ich? Ich hab mit dem... Das war bestimmt eine Wette, oder? Ihr habt mir das eingebrockt. Klar, natürlich. Ja, in so einer Nacht- und Nebelaktion. Das sieht euch ähnlich. Bastarde. Meine Lippen sind versiegelt. Ich schweige auf ewig. Kann ich das schriftlich haben? Hm? Kann ich das schriftlich haben? In Schönschrift mit doppeltem Durchschlag. Ich kann nicht schreiben. Nicht in diesem Fall. Du kannst nie schreiben. Doch. Ich habe deine Handschrift gesehen. Uhu. Es tut mir leid, dass ich nicht so eine erlesene Bildung genossen habe wie du. Na, immerhin hast du eine genossen. Hm. Länger als ich. Egal. Ich, willst du auch was trinken? Gerne. Was denn? Bringst du mir eine Coke mit? Jo. Sie geht was zu trinken holen. Drückt dir eine Cola in die Hand. Sehr schön. Dann nimmt dir den Stöpsel wieder ab. Oh. Der sah so glücklich aus bei mir. Ja, er hat auch gerade in die Windel geschissen. Ich sag doch, ich weiß nicht, wie die das machen. Was gibst du denen? Puren Mais? Also. Da kommt er sofort wieder raus. Dem wird der ganze Kolben auf einmal in den Mund gestopft. Super. So. Okay. Hast du ihm jetzt schon geschrieben oder nicht? Hm? Ich war beschäftigt, ich musste hier auf einen kleinen Rack aufpassen. Ja, das kann man doch trotzdem nebenbei machen. Was bist du denn für eine Rabenmutter? Wieso? Ja. Ah, ja. Man gibt sich entweder ganz oder gar nicht dem Kind hin. Da es sich die wenigste Zeit 100% mir hingibt, finde ich, reichen 98% meiner Hirnkapazität auch aus. Rabenmutter. Ich geb dir gleich Rabenmutter, du. Ist so Gewaltandrohung vor dem Kind, ich merk schon. Ach, das versteht er doch noch gar nicht. Früh. Kinder sind schlauer als du denkst. Die kriegen das alles mit. Bestimmt. Also ich habe hier den Ratgeber gelesen, frühkindliche Erziehung ist ganz wichtig. Das stimmt, aber außer Mam kriegt er im Moment noch nichts hin. Doch, lalalalalala. Okay, Entschuldigung. Ja, es geht da um die Schwingungen. Siehst du hier, ich packe ein paar Erdinger auf. Siehst du? Die kriegen das mit. Welche Schwingungen? Meine Schwingungen sind hervorragend. Ja, aber wenn du so eine Hassbotschaft übermittelst, dann sind die halt... Ja, eine Hassbotschaft? Ja, ja. Weißt du, was ich mal irgendwann vor kurzem gelesen habe? Da fingen die Leute an zu sagen, dass man seinem Wasser klassische Musik vorsingen muss oder vorspielen muss, damit es die richtige Struktur hat. Und wenn man dem Wasser was Schlechtes sagt, hat es eine schlechte Struktur und ist deshalb nicht so gut, wie wenn man ihm was Gutes sagt. Klar. Gehörst du auch zu diesen Leuten, die mir das verklickern wollen? Hast du schon mal versucht, in dem im Stadtteil der Humanis versucht, Wasser zu trinken? Das ist nahezu bleihaltig. Jedenfalls für meine einer. Ja, aber das hat andere Gründe. Nein. Das Wasser ist total glücklich da. Wenn du da hingehst, niemanden fragst,
kann ich nicht Wasser haben, zack, Blei. Überall. Besonders in dir drin. In dir drin, ja, in mir nicht. Naja. Wenn du neben mir stehst, dann schon. Aber hier, ja, ne, gehst du halt hier, wo es harmonisch ist, hier hast du vernünftiges Wasser, kannst auch trinken. So nämlich. Das würde ich so nicht, also da... Schwingungen, ich sag dir, es kommt auf die Schwingungen. Aber, ja. Siehst aber, du? Aber laut denen ist es egal, wer dem Wasser was Gutes sagt. Wenn der Humanes-Typ dem Wasser was Gutes sagt, dann ist das genauso gut, wie wenn du dem Wasser was Gutes sagst. Natürlich, es gibt ja auch keinen Unterschied zwischen mir und ihm. Also ich meine, also dass er dumm ist. Aber ne, wir sind ja alle gleich. Ja, aber du hast gesagt, wertvoll. Da wäre das Wasser schlechter, aber das stimmt ja nicht. Nee, weil die ja auf der Hasse, die Jungs. Ja, aber du auch. Auf die Humanes-Typen. Ja, gar nicht wahr. Ich habe da. Hast du gerade gesagt? Nein, ich zeige nur. Ich sage nur, also Fakten sagen und eine Tatsache diskutieren ist ja nichts Schlimmes. Kann das ja durchaus machen. Fakten und eine Tatsache? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf du deine Fakten stützt oder wer deine Quellen sind, aber ich. Wir können da gerne hingehen und ich hadere mit deiner Beweisführung. Also ich kann dir gerne hingehen. Ich bin da voller. Wir können voller Friede und Freude in das Gebiet gehen und dann können wir zeigen, wer hier voller Hass ist. Ziehst du dir eine Narrenkappe auf? Wenn sie gepanzert ist, dann vielleicht, weil es könnte sein, dass wir das überleben, wenn wir hinfahren. Eine gepanzerte Narrenkappe? Es gibt für alles einen Fetisch, keine Ahnung. Vielleicht gibt's das ja. Weiß ich nicht. Gepanzerte Narrenkappe. Das gefällt mir ein bisschen. Schon? Das ist das. So mit eingebauten, keine Ahnung, was da eingebaut ist, aber Knallerbsen in den Glöckchen oder so. Oh. Kleine Dröhnchen. So zum kleine Beispiel. Augendrohnen. Zum Beispiel, in diesen Glöckchen drin. Das Ding wäre cool. Also ja, aber du machst dich total zum Affen, wenn du damit rumrennst. Aber es wäre prinzipiell trotzdem eine witzige Angelegenheit doch. Ich werde dir so eine Narrenkappe basteln. Sehr schön. Aber ich möchte, dass sie gepanzert ist. Du möchtest, dass sie gepanzert ist? Mhm. Oh, das wird dann aber wieder teuer. Ja, wobei, das können wir mal machen. Sehr cool. Eine gepanzerte Narrenkappe mit Augen in den Glöckchen. Cool. Wo willst du das Ding nochmal anziehen? Auf dem Kostümball. Wann ist denn wo der nächste Kostümball? Wenn du das in Erfahrung bringst und einen in der Brauerei. Demnächst. Okay, dafür werde ich es dir basteln. Ausgezeichnet. Es ist gut, eine eigene Kneipe zu haben. Na, Moment, noch ist es nicht deine Kneipe. Das ist egal. Ich könnte Catering und Eventmanagement machen. Sehr gut. Catering und Eventmanagement. Ich könnte legal werden. Ich habe so gute Ideen. Ja, aber nicht das Wissen. Was? Catering kriege ich hin. Das stimmt, aber das erfordert ein Maß an Benehmen und ein Etikette, das du einfach nicht hast. Deswegen brauche ich eine Frontfrau, die sich gut verkaufen kann. Eine Frontfrau. Ja, die sich gut verkaufen kann. Sex Sales und so. Du könntest ja mal keine Ahnung, Noran fragen, ob er deine Frontfrau sein will. Mann, da biete ich dir schon mal einen Ausweg aus dieser Misere und du verschenkst es einfach. Ich hätte dich quasi als meine Angestellte. Ich will aber nicht deine Angestellte sein. Gott weiß, dass du der Letzte bist, den ich Chef nennen werde. Aber immerhin werde ich irgendwann so genannt. Sehr gut. Aber nicht von mir. Doch, als dein Letztes. Aber erst, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Sehr schön. So, ruf den Ricola-Man mal an.
Jawohl, anrufen, habe ich verstanden. Ich rufe ihn an. Grüß Gott. Borstel Catering. Guten Tag. Sie hatten bei uns einen Tisch reserviert. Ja, das, das haben Sie ganz recht gehört. Also ich hoffe, da ist alles klar. 8 Personen. Ich dachte eher so an 3. Ja, dann müssen Sie sich irren. Also 8, ich gebe Ihnen die Daten nochmal durch. 8 Personen, Servietten wie Schweine gefaltet, volles Besteck inklusive Fischbesteck, wie sich das gehört, und 15 Gänge natürlich. Außerdem Geburtstagskuchen und Luftballons für die Kleinen, sowie einen Clown, vorzugsweise orkisch, wäre ganz gut. Und was hatte ich hier noch? Einen Magier, der natürlich dann auch Pudel faltet aus Gedärmen oder was sie da so nehmen, Luftballons vielleicht auch, das bin ich gar nicht ganz sicher. So, das hatte ich eigentlich. Alles klar, kriegen wir hin. Wann können wir uns treffen, um das mal durchzusprechen? Eigentlich hatte ich das alles schon durchgesprochen. Also ich bin da jetzt ein bisschen verwirrt, warum das nicht klargegangen ist. Da muss ich mich wohl persönlich, ich mein, ja. So ein persönliches Treffen, damit sie diese Sachen vorab schon mal begutachten können. Sie scheinen mir ja ein sehr professioneller Verein zu sein, wenn ich das so sagen darf. Um die Qualität hochzuhalten, wird das natürlich, bevor das Catering ausgestellt wird, einmal den Gästen gezeigt, um da halt ein Lob und Kritik zu äußern und eventuell noch Vorschläge einfließen zu lassen für dann das finale Ergebnis. Ja gut, dann machen wir das so. Dann vielleicht einfach morgen, und ich lasse Ihnen dann auch gleich einen Bewertungsbogen da. Ich sage Ihnen gleich, er wird nicht so gut ausfallen, da müssen Sie dann aber durch. Das kriegen wir hin. Schön, schön. Wenigstens kritikfähig. Das ist schon mal der erste Weg zum finanziellen Ruin, nicht wahr? Sehr schön. Gewohnter Ort? Ja, gerne. Was ist denn aber jetzt der gewohnte Ort, der vom letzten Mal oder dieses unsägliche Riesenkaufhaus? Der vom letzten Mal. Gut, dann werden wir das sicherlich schaffen, ja. Sehr gut. Dann freue ich mich. Dann bis morgen so 14 Uhr. Alles klar. Gut, dann bis dann. Ja. Jojo, wir müssen einkaufen. Hä? Das Gespräch von dir, was ich gerade gehört habe, war also das mit dem Catering, ne? Du solltest dir unbedingt was anderes ausdenken. Was wieso? Was du mit deinem Leben anfangen willst. Aber nee. Wir brauchen eine Geburtstagstorte und Luftballon. Willst du backen? Ich hab den ersten Kunden. Alles klar. Ich, hör mir das ganze Gespräch nochmal an, schreib alles auf, was wir brauchen, und das bereite ich vor. Hast du Gedärme? Nee, er hat gesagt, Gedärme oder Luftballons. Ach so. Genau, oder Luftballons. Aber du brauchst einen Magier und einen Clown. Das ist ja kein Problem. Magier hab ich. Ihr habt ja einen Magier. Ach Gott. Und deswegen dachte ich ja, das mit Ork den Gedärmen krieg ich hin. So. Nee, ich dachte halt an so einen Kindergeburtstag mit irgendeinem so Trickser. Ich war jetzt. In Sherron gibt's ja Magie und wir haben. Ja, richtig. Na, das ist so nicht das Problem. Alles klar. Wir bereiten das vor. Ja, ich bereite übrigens 15 verschiedene Canapés vor, mehr oder weniger. Ne, mit Vorspeisen. Unter anderem Fisch. Also, ich sag mal, 15 Gänge beinhalten aber nicht nur 15 verschiedene Canapés, ne? Ja, das. Die sollen die ja sondern Suppe, Fisch, Salat, Hauptmahlzeit, Dessert, Käse danach. Und viel mehr fällt mir dann auch nicht mehr ein. Da gibt's dann noch viele Zwischengänge. Genau, das ist so, ich kann ja ein 15-Gänge-Menü zaubern, aber alles halt so in Canapé-Größe, also wirklich nicht viel. Hier, unser 7. Gang, haben Sie ein Blatt Kopfsalat. So ungefähr. Mit einem Tropfen Dressing. So ungefähr.
In so kleinen Schälchen. Gut. Ja, dann gehen wir einkaufen. Jojo wickelt den Sprössling und nimmt ihn mit. Sehr gut. Wo geht ihr denn einkaufen? Da, wo man das kriegt, was Kaban braucht. Richtig. Im Kaufhaus. Ja gut, kein Problem. Kein Problem. Ja. Ja. Ihr steht an der Kasse. Und da muss man dann warten, dass. Also die haben einfach nicht alle Kassen aufgemacht, um genau zu sein. Es ist nur eine, es ist ziemlich anstrengend. Weil vor euch natürlich so eine Alte da noch ist, die mit ihren gischtgekrümmten Fingern in ihrem Portemonnaie rumrührt, bis ihr auffällt, dass sie das schon seit 40 Jahren nicht mehr zu benutzen hat, dann doch nach ihrem Kommling greift und da versucht, was einzustellen, bis sie es später genervt abgibt. Der Kassierer aber mit diesem Betriebssystem auch nicht so ganz firm ist. Also es ist eine wahre Pracht. Einkaufen gehen macht ja Spaß. Ihr habt aber deswegen Zeit, euch etwas umzusehen in diesem, es ist ja schon ein etwas größeres Lebensmittel, also viele Lebensmittelgeschäfte in irgendeiner Art Mini-Mall, nennen wir es mal. Also Kaufhaus passt schon. Ihr seht da einen Dude, offenbar südländischer Herkunft. Es ist übrigens nicht Don Julio Jesus. Und okay. Mit Schade. Dem ist mir auch noch was einfallen lassen. Warum arbeitet denn der nicht bei euch? Keine Ahnung, weil er verschwunden war. Ja, warum bloß? Aber das sollte ich mir auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob ich das nicht will. Auf jeden Fall. redet dieser Typ da ganz auf so eine Alte ein. Immer schneller und immer doller quasi. Also jetzt, also nicht doll, also er redet einfach schnell und energisch. Während sie völlig entweder abwesend oder einfach vermutlich ausgeschaltet dasteht und sich das über sich ergehen lässt. Sie ist schlaksch, sehr schlaksch, einigermaßen groß gewachsen, trägt ihr langes, schwarzes Haar zu einer Nicht-Frisur, aber gekämmt ist sie wenigstens, das ist ja schon mal was. Scheint schon ganz gut technisiert worden zu sein. Also so ein bisschen vom Grad her. Na, ist auch egal. Ganz, auf jeden Fall in einem ganz guten Maß. Kaban, du bemerkst, es sind auf jeden Fall keine anderthalb Greif. Mhm. Aber sehe bei ihr auch ganz schön komisch aus, denn du hast große Hände. Aber dann kommt irgendwann noch so ein zweiter Südländer an, der dann mit dem anderen hier redet, während die immer noch dasteht und das alles über sich ergehen lässt. Dann lachen die beiden kurz. Dann gehen die anderen beiden weg und etwa, wenn sie dann so, keine Ahnung, noch so 10 Meter von euch entfernt sind, die gehen natürlich nicht in dieses Geschäft rein, wo ihr steht. Das wäre ja vollkommen absurd und was für ein Zufall, nein. Aber die gucken die beiden dann an, nachdem sie so sich ausgedacht haben. Die guckt etwas verwirrt kurz, aber nur so ein ganz kleines bisschen zeichnet sich das ab, bevor sie meint, ha, 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 ha. Und dann entschwinden sie aus eurem Sichtfeld. Jojo zuckt kurz zusammen, als sie diese Lache hört. War sie das? Ziemlich schwer zu sagen. Sie hat normale Haut, das widerspricht dem ganz schön. Ihr könntet mal Wahrnehmung und Logik machen. Ohne Augenshit. Ohne Augenshit? Ja, wohl, du hast Sichtverbesserung, ne? Na, die Hälfte aufgerundet könnt ihr benutzen. Keine Ahnung. Krasser Wurf, so Flummi. Ich war wohl mit dem Kopf in der Einkaufsliste. Krasser Wurf, so Daddy. Jojos Sohn hat sie abgelenkt.
Wahrscheinlich. Nein, ihr hattet ja einfach keine, ich meine, so interessant war die Alte nicht, man hatte ja bloß Zeit, weil es vor euch nicht weiterging und erst durch das Lachen wurde man ja kurz aufmerksam und dann ist sie ja schon fast weg gewesen. Also, ihr seid nicht schuld, ihr seid awesome, ihr seid die Besten, aber... Natürlich. Diese merkwürdige Form des Déjà-vus kennt ihr ja, meistens ist das mit unangenehmen Dingen verknüpft, das heißt, sie ignoriert es. Es ist nicht hundertprozentig unmöglich, aber wenn, dann hätte sich da ein bisschen was verändert. Zumindest ist es, sieht halt aus wie Haut. Das wäre ja schon mal absurd. Ich meine, du könntest sie bitten, ihr Höschen fallen zu lassen, um nachzugucken, weil es da eindeutige Indizien gab. Nein. Ach, und die hatte Brüste. Albina hatte keine Brüste. Unanständig. Ja, der ist so viel verändert worden, das heißt nicht, dass man der nicht eine Kunsthaut überziehen kann und der Kunstbrüste drauf basteln kann auf den Metalltorso. Achso, na, in dem Fall wirst du mit euren Folgen tatsächlich dann überhaupt nichts, wenn er mir jetzt so kommt, ja. Achso, und dann irgendwann kommt er auch noch dran und wird auch noch abkassiert, so ist es nicht. Das macht mir irgendwie Angst, dass die wieder da ist. Ach, das ist doch Quatsch. Sicher? Nein, aber wie wahrscheinlich ist das denn? Das stimmt. So verrückt wie die war, da kommt der Mann nicht raus. Das wäre ja unverantwortlich. Ja, das wäre mehr als unverantwortlich. Ach, Quatsch. Komm, lass uns zurückfahren. Wir haben ja schließlich noch ein bisschen was zu tun. Falsch, du hast was zu tun. Was? Du bist nicht meine gesagt, Assistentin. Ich habe nie gesagt... Du bist meine Frontfrau. Eben Frontfrau. Ich bin nicht für die Hintergrundarbeit zuständig. Dementsprechend bin ich dein Boss. Wupp, wupp. Also da Deli ja den Treffpunkt vom letzten Mal ausgemacht hatte, es wäre natürlich höchst fraglich, so ein Essen an einem Ort zu servieren, der einfach aussieht wie Scheiße. Er wollte unbedingt ein 15-Gänge-Menü servieren. Ich habe mich darauf nie eingelassen. Ja, ich werde... Ach Gott, ich werde meine Freizeit dafür benutzen, diesen Laden da ein bisschen aufzuräumen und da einen Tisch hinzustellen. Und so weiter und so fort. Ja, ich meine, zur Not kannst du... Das hat einen Flair. Okay. Ich dachte, die Alte kümmert sich um die Deko, aber sie ist einfach nur scheiße. Das ist ja ein altes... Ne? Du, Gebäude da ein bisschen nachzuhelfen, das ist überhaupt kein Problem, aber Jojo hat keine Lust, sich an der Kocherei zu beteiligen, darum ging's. Achso, na dann seid ihr da, ha, 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 ha. Gut. Ich, ha, 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 hasse dich. Merkst schon, es funktioniert nicht so gut, ne? Ist nicht so einfach. Ach komm, Johanna. Ach, das waren Zeiten, an die Jojo echt nicht zurückdenken will. Mm-mm. Naja, ihr habt ja genug Zeit zum Nachdenken, also nicht darüber, aber über irgendwas. Ihr habt ja da ein bisschen was zu tun. Das stimmt. Jürti, mir fällt auf, für ein paar unliebsamere Arbeiten habt ihr quasi einen Halbprospekt, der da helfen kann, ne? Wir haben einen Halbprospekt? Naja, Gandhi. Das stimmt, aber wer passt denn dann auf das Kind auf? Das kann auch damit hin. Genau. Stimmt. Ah, Gandhi wird als, Gandhi ist ja ein sehr eloquenter Mensch. Ist dementsprechend, das kann, dementsprechend kann er die Bedienung machen. Also, sag mal so, ihr braucht den für irgendwas oder ihr müsst noch ein bisschen Werkzeug nachbringen, deswegen kommt er da erstmal runter, während ihr da seid, okay? Machen wir das mal so. Das ist ja okay. Dann kannst du ihm diesen Vorschlag mal schön selbst eröffnen. Du, wir brauchen deine Hilfe. Ach so, wofür denn? Ganz einfach, hier kommt ein Kumpel vorbei und den müsstest du... Ja, nee. Alles easy. Dem müsstest du einfach nur das Essen reichen. Sogar Jojo guckt jetzt erstaunt, weil sie kannte diesen Plan auch noch nicht. Den habe ich mir auch gerade ausgedacht. Das Essen reichen? Bin ich ein bekackter Matrose? Nee, warte. Kellner.
Das nämlich, boah, viel zu wenig Russisch geredet. Bin ich ein bekackter Kellner? Kannst du Französisch? Kannst du spirituell? Hätte sein können. Ich kann dir auf den Tisch kacken und eine Fahne reinstecken, aber die wäre dann halt auch wenigstens in richtigen Farben. Ich kann sprühen, dann habe ich quasi Französisch. Der Name dieser Canapés heißt auf Französisch, ist auf Französisch einfach viel schöner. Nee, Französisch also hier ist nicht hier, ein. Hier haben wir Lachs-Tatar an Cracker mit einer schönen Salzkruste. Und ich dachte, so. Ich hätte das hinter mir gelassen. Aber ich müsste dich noch mal kurz was fragen. Hast du immer noch das Gefühl, dass ich das übernehmen werde und das Essen benennen und erreichen werde, ja? Ja, sicher. Das ist wie auf dich zusammengeschnitten, diese Rolle. Hohoho, jetzt pass mal auf. Die letzten 3 Monate, na, das ist ein bisschen übertrieben, aber die letzten 2 Monate, na, das kommt sogar echt hin. Die letzten 2 Monate habe ich mit 8 Kindern und 2 Damen, die kein Wort Schwedisch sprechen, in eben jenem Land verbracht. Das heißt, wir alle waren ausreichend genervt. Zusätzlich fühlte ich mich an meine Kindheit zurückerinnert, weil wir öfter bei meiner Tante übernachten mussten. Das Geld hat ja nicht gereicht. Und wisst ihr, wer das ist? Wenn man wieder 12 ist, obwohl man es schon lange hinter sich hat und jedes Mal, wenn man sich unter der Decke ihn runterholt, Angst haben muss, dass Tante Irmgard reinkommt. Junge. Und da musste ich quasi auch die beiden Damen, die es ja nur auch nicht leicht hatten, öfter mal bedienen. Ich musste mit denen in Beauty-Salons gehen, damit die auch mal was Schönes haben. Und übersetzen 24-7, während diese 8 Kinder. Diese 8 Kinder im Hintergrund nichts anderes zu tun hatten, als kacken, schreien und das Sprechen erlernen, was übrigens eine äußerst verwirrende Erfahrung für uns alle war, weil... Da gab es andere Worte als hier. Und jetzt nach all dieser Zeit soll ich noch mit Französisch ankommen und Lachs-Tatar irgend so einem wichtig-tourischen Dickbauch servieren, da wo Mutti eh keine Ahnung vom Leben, keinen Geschmack hat und im schlimmsten Fall noch Norweger ist. Ich kann nicht garantieren, dass er kein Norweger ist. Aha, ich bin raus. Nein, 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 nein. Wenn er Norweger ist, du kannst ihn fragen, dann kannst du gehen. Ich könnte auch so gehen. Ich könnte euch hier ein bisschen helfen. Ich könnte zum Beispiel mal dieses Fenster da putzen. Da kommt mal Licht rein. Aber, also ich bin kein Kellner. Ach, dafür habe ich nicht studiert. Und glaub mir, ich weiß ganz genau, wofür und wofür ich nicht studiert habe, da ich mir die letzten Monate immer anhören durfte, dass ich ja auch nicht dafür studiert habe, eine Bar aufzumachen. Dementsprechend bin ich da ziemlich versiert. Ja. Jojo kichert im Hintergrund. Du könntest dein Etikette und deinen Sinn für Geschmack hier einmal zur Geltung bringen. Jetzt pass mal auf, mein Sinn für Geschmack ist ein Bier mit einem Burger, dazu ordentlich Mädel und ihn fahren lassen. Ich will doch nicht. Lachs-Tatar, Alter. Okay, ich mach. Das ist ja auch nur ein Kanapé. Nee, pass auf. Ich mach das. Und ich werde mich richtig anstrengen. Ich werde mir sogar einen französischen Schnauzer ankleben. Und ich werde ein paar Worte googeln. Kein Ding. Wenn du Folgendes leisten kannst, denn die Frage wird mir sicherlich noch einige Male gestellt werden, obwohl sie schon immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder kam. Und jetzt hör gut zu, damit du diese Antwort auch für mich findest. Entschuldigung. Also sie lautet. Das ist jetzt die Frage. Olaf! Wie kommt es nun also, dass du nach all dieser Zeit wieder dein Tantchen besuchst? Und nun auch für so lange, jedoch du bringst 2 andere Damen mit als die dir noch nicht angelegte, was ich übrigens zutiefst missbillige, mit der du dieses uneheliche Kind nun auch noch hier darlegtest. Sie, die sie nicht hier ist, wieso? Und wieso dafür diese beiden anderen und all diese Kinder? Wo sind sie her? Was machen deren Väter? Warum sehen die so nuttig aus?
und werden ihre Kinder auch eben jenes einmal werden, nämlich Schlampen. Also es war jetzt ein bisschen überspitzt, aber eigentlich wollten sie das damit aussagen. Was tust du nun hier mit jenen und ohne die eine, die dein Kind gebar? Wie war es noch gleich? Warum heißt es überhaupt so? Was für ein Name du ihm gabst? Kind, Olaf, schäme dich und komme ich doch bald wieder besuchen. Also, die Grundfrage, also um das nochmal zusammenzufassen, was mache ich da mit den beiden und all diesen Kindern und nicht mit der da? Wenn du mir darauf eine Antwort geben kannst, dann würde ich eine gute, dann würde ich auf jeden Fall hier aushören. Du hast dein Kind beschützt. Dir ist klar, dass sie nicht wissen, dass ihr in der Gang seid. Das ist doch klar, oder? Ich habe in einer legalen Bar gearbeitet. Naja, das ist aber der wahre Grund, warum du es gemacht hast. Ich habe mein Kind beschützt. Wovor? Vor denen, was hier hätte passieren hätte können. Also ich soll Vorsicht ihn vom... ist die Mutter der Porzellankiste. Ich soll ihn also vom Krieg erzählen, ja? Nein, also du sollst denen das gar nicht erzählen. Du hast mich gefragt und ich habe sie dir für dich selber beantwortet. Wenn das natürlich eine Antwort für die ist, das ist natürlich eine ganz einfache. Lass uns das anders machen. Das ist ein Rollenspiel ab jetzt. Ich bin Tante Irmgard und du bist Olaf. Du hast mir gerade gesagt, um mein Kind zu beschützen. Olaf! Was? Dein Kind zu beschützen? Was ist denn da? Was machst du denn da? Wo bist du da reingeraten? Olaf! Also, beruhig dich, Tantchen. Ganz einfache Sache. Da sind ganz viele Kriminelle und ich hatte noch so viel Urlaub, weil ich ja so stark arbeite. Deswegen bin ich da jetzt einfach kurz weggezogen. Die Polizei richtet das. Und in den Nachrichten hört man auch bald gar nicht mehr viel davon. Und deine Verlobte? Ich meine, du bist doch wenigstens hoffentlich verlobt, wenn du schon nicht verheiratet bist. Bist du doch auf jeden Fall. Sie arbeitet ja schließlich für die Polizei. Arbeitet für die Polizei. Für die russische Polizei? Wie kannst du denn mit so einer Olaf, das Kind, das ja jetzt schon halbweise? Und was machen jetzt also diese anderen Frauen noch hier? Wer bezahlt denn das? Das sind die Frauen der Kollegen von meiner baldigen Frau. Und sag mal, hat bei euch eine Polizei denn nicht eigene Mittel, sie woanders hinzuschicken? So weit nach Schweden mit den ganzen Natürlich, Kindern, aber... Das ist doch Stress für die Kleinen. Nein, das ist hier doch viel interessanter, eine andere Stadt, man kann davon was erzählen, ne? Also alles gut. Ja, das klingt auf jeden Fall nicht überzeugend, das tut mir echt leid, Gabriel, aber so kann ich dir einfach nicht helfen. Siehst du, und deswegen bist du der Richtige für diesen Job, weil du kannst das natürlich alles wie Wasser. Siehst du? Jetzt fehlen dir die Gegenargumente. Jetzt hat er dich halt... Wer hat wen, Alter? Das ist der größte Bullshit, den ich je gehört habe. Ich helfe euch gerne, aber ich werde garantiert nicht irgendeinem so Typen, außer wer soll denn dann auf den kleinen Wonneprop mir aufpassen? Das tut mir aber leid, das geht doch ja auch nicht. Jojo hat sich irgendwo hinten hingesetzt und genießt die Show. Ich putze jetzt mal dieses Fenster, hä? Die ist schon vorbei. Ja, was denn? Ich hab mich nicht überzeugen lassen. Ich weiß ja auch nicht. Vor allen Dingen weiß ich noch nicht mal, wo ich überhaupt reingezogen werde. Das klingt schon so nach irgendwas, was ich auch nicht will. Das hier ist eine Voluvent. Das ist ein kleines Türchen, das kannst du dir dazu reichen. Das ist super einfach. Das ist die Nachspeise übrigens. Okay, also du gehst jetzt mit der Strategie, ich lass mich nicht überzeugen, aber du tust einfach so, als hätte ich das und gibst mir die Anweisung, bis ich mich erweichen lasse. Gut, das kann ich auch. Ah, guck mal, hier ist auch noch ein bisschen Schmutz. Ich glaube, da brauche ich dann noch ein bisschen Fensterputz. Haben wir überhaupt sowas mit? Ah, gut, hab ich sogar mitgebracht. Das war ziemlich klug von mir. Ich glaube, hier müsste aber vielleicht nochmal irgendwann gestrichen werden oder zumindest hier Silikon rein, ja. Die sehen nicht mehr ganz so zugdicht aus. Ach Jojo, du müsstest übrigens auch noch jetzt an uns beiden vorbeireden, sonst ist das nicht. Nee, dann kommen wir auch nicht weiter. Nee, sorry. Also ich weiß auch ja nicht, ob ihr das wirklich wolltet, dass ich da in irgendwas reingrätsche jetzt mit irgendwelchen Dudes, also keine Ahnung.
Wir müssen ja einfach nur das Essen reichen. Einfach alles easy. Wieso eigentlich? Guck mal, wie er sich windet. Das passt perfekt. Hä? Ja, als schmieriger Typ, der Sachen reicht. Das macht er Hä? gut. Also ich finde, er kann das gut. Stell ihn dir mal einen Anzug vor. Mit einer Fliege, einer schwarzen. Einem weißen Tuch über den Arm. Das passt. Sag, Kaban, kannst du eine Fliege binden? Die Dinger gibt es zum Umbinden, also zum. Hallo? Oh, Hier, ich bitte, steck dir mal also, her, so bitte, ein Ding, was man sich so stillos. umbindet. Wenn das der Standard ist, dann kann ich ja direkt wieder gehen. Kannst du eine Fliege binden? Nein, darum geht's ja. Schade, es wäre nämlich noch ein Punkt für dich gewesen. Hey, ich verstehe da auch gar nicht, warum du das jetzt, warum du dein Pulver vor allen Dingen jetzt schon verschießt. Also später, wenn das hier alles mal steht, dann vielleicht eher mal, aber so. Ja, warum hast du Und so lange so was was soll drin? denn hier stehen? Was tut ihr hier überhaupt? Wir Das wird öffnen eine eine Bar. Bar. Ach so, meine Bar war euch nicht gut genug, ich verstehe. Doch, aber die hier erfüllt andere Zwecke. Ach nee, das ist ja okay. Ist auch okay, dass ich davon jetzt erfahre, so nebenbei. Anderes Klientel. Nee, ich verstehe das schon. Das ist alles Du gut. wolltest ja mit den ganzen Canapés und so weiter nichts zu tun haben. Hä? Also, weil du hier eine Canapé einsetzt. Ich will mit den ganzen Canapés auch nichts zu tun haben. Ach. Ihr wisst aber schon, dass dieses Gebäude hier außerhalb des Dorfs ist, ne? Yep. Das ist der Grund, das ist der Kniff an der Sache. Ja, außerhalb des Dorfs darf ich kein Kellner sein. Das ist Anweisung vom Chef. Das stimmt. Sag das doch gleich, wenn der Chef da was gegen hat. Und ich versuche dich jetzt zu überzeugen. Da ist ein Babyjauchekäfer am Fenster eingeklemmt. Das sah aber lecker aus. Nein, das wird eine Bar werden und irgendwann früher oder später werden wir wahrscheinlich nochmal auf dich zurückkommen. Was die Aktion ist, sollte, weiß ich allerdings auch nicht. Jojo guckt verwirrt zu Kaba. Das war einfach nur ein Gag. Ja, dafür bin ich noch gut genug für so einen kleinen Spaß. Aber wenn es darum geht, mal so eine Bar, nee, ist ja okay. Ich verstehe schon, ich war ja auch eine ganze Weile nicht da, da muss man ja nicht an mich denken. Ist deine Bar denn kaputt? Keine Ahnung, Alter, ich war ehrlich gesagt auch noch nicht wieder, aber die waren jetzt eine ganze Weile lang zu. Siehst du, ich hatte eigentlich erwartet, dass du sie wieder aufmachst. Ja, muss ich ja jetzt auch mal wieder demnächst, aber ja. Die Prioritätenliste sah anders aus. Und deswegen wollte ich dich nicht noch mit noch mehr Sachen überschütten. Aber Kellner soll ich spielen. Ich soll mich selbst Ja, entwürdigen, bevor ein sich. Abend. Nee, du, ist ja okay. Ein Nee, sorry, aber Abend. das kann ich gar nicht gut genug tatsächlich. Also ich habe da nie irgendwie, ich bin da nie mit in Verbindung gekommen. Ich finde, das hast du gut gemacht bis dato. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich erinnere mich, dass du als Prozier ja tatsächlich ein bisschen da so in der Richtung ausgeholfen hast. Deswegen denke ich eigentlich, dass du das vielleicht noch besser könntest. Ja, möglicherweise, aber ich bin schon der Clown. Wow. Tragt ihr alle Katzenmasken? Nee, ich habe eine rote Nase. Oh, okay, cool. Krasses Fetischessen, würde ich sagen. Nicht direkt. Ich glaube zwar, dass du dich mit unserem Gast gut verstehen wirst. Ich glaube, ihr kennt euch sogar, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich kenne keinen, der erwarten würde, dass Gaban sich als Clown verkleidet, muss ich gestehen. Okay. Zumindest fiele mir da keiner ein. Ich weiß auch nicht, ob ich weiß nicht, ob die kennen. Aber sie würden auf jeden Fall gut zueinander passen, glaube ich. Das stimmt, aber das können Sie Wir dann. werden's wohl nie erfahren. Das stimmt. Schade.
In der Tat. Jojo macht sich nützlich. Ja, ihr werdet ja noch ein bisschen arbeiten. Jo. Und dann können wir jetzt erstmal die Folge beenden und dann mal Proto. Jo. Beiden Lappen wollen also eine Runner-Bar aufmachen, stimmt. Die wollen Menschen zusammenbringen. Die wollen sich also in Damians Geschäfte einmischen. Alles klar. Auf K.